Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Rebeccas Mutter überrascht mit neuen Details. Streik der Busfahrer am Donnerstag und das Wetter zeigt sich weiterhin grau in grau und das leider auch mit viel Regen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Mittwoch, den 13. März 2019. Im Fall der vermissten Rebecca hat die Mutter der 15-Jährigen am Mittwoch mit neuen Details überrascht. Demnach soll Rebecca einen ihr unbekannten Freund gehabt haben. Das habe ihr ihre Tochter im Januar erzählt, sagte Brigitte Reusch der Zeitschrift Bunte. Die Polizei reagierte indessen verärgert darüber, dass Rebeccas Familie immer wieder neue Details in dem Fall preisgibt. Jedoch nicht den Ermittlern, sondern öffentlich in den Medien. Beamte der Kripo hatten am Dienstag Reifenspuren im Wald am Wolziger See im Landkreis Oder-Spree mit dem Profil der Autoreifen des Schwagers abgeglichen. Ob es einen Treffer gab, ist bisher unklar und wollte die Polizei am Mittwoch nicht kommentieren. Unterdessen wurde die Suche auch am Mittwoch in dem Gebiet fortgesetzt. Berliner müssen wieder starke Nerven beweisen. Die Gewerkschaft Verdi hat für Donnerstag Busfahrer der BVG zu einem Warnstreik aufgerufen. Im laufenden Tarifkonflikt sollen die Fahrer, aber auch die Beschäftigten zugehöriger Werkstätten ab Betriebsbeginn um 3.30 Uhr bis 22 Uhr die Arbeit niederlegen, wie ein Verdi-Sprecher der deutschen Presseagentur sagte. Verdi hatte das Arbeitgeberangebot nach einer Tarifkommissionssitzung als unzureichend zurückgewiesen und zugleich gefordert, dass Angebot zu verbessern. Damit erhöhen die Gewerkschafter vor der vierten Tarifverhandlungsrunde am 28. März den Druck auf den Arbeitgeber. Bereits Mitte Februar hatte es einen großen Warnstreik in der Hauptstadt gegeben. Neben Bussen blieben auch viele U-Bahnen und Straßenbahnen stehen. Damals waren alle BVG-Beschäftigte zum Warnstreik aufgerufen. Ab Donnerstag müssen auch Fahrgäste der S-Bahn-Linien 7 und 1 zwischen Berlin und Potsdam starke Nerven haben. Bis zum 25. März kommt es wegen Bauarbeiten zu Einschränkungen. Auch die S-Bahn-Linie 1 ist von den Bauarbeiten betroffen. Von Donnerstagabend bis Freitag früh fahren zwischen Wannsee und Zehlendorf Busse statt S-Bahnen. Im Anschluss sollen bis Montag zwischen Wannsee und Schlachtensee Ersatzbusse statt Bahnen fahren. Die Bahn rät, auf die Regionalzüge auszuweichen. Nach einem Angriff auf einen Straßenbahnfahrer am 15. August 2018 am Betriebshof Lichtenberg suchen die Ermittler mit Bildern nach dem Tatverdächtigen. Nach den bisherigen Erkenntnissen lenkte der damals 51-Jährige die Bahn der Linie M13 gegen 0.55 Uhr zur Haltestelle Betriebshof Lichtenberg in der Siegfriedstraße. Hier wurde er von einem unbekannten, deutlich alkoholisierten Fahrgast beleidigt. Anschließend stieg dieser aus, folgte der Tram auf dem Betriebshof, bewarf den 51-Jährigen mit Glasflaschen und flüchtete. Der Zugführer erlitt leichte Schnittverletzungen, die ambulant behandelt werden konnten. Hinweise auf den gesuchten Mann nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Das kleine Eisbärmädchen ist ab Samstag im Tierpark zu sehen. Für den Ausflug auf die Außenanlage sei es höchste Zeit, sagte Tierparkdirektor Andreas Knieri. Denn dem 3,5 Monate alten Jungtier wird es in seiner Box wohl langsam langweilig. Trotz schwarzer Knopfaugen und weißem Kuschelfell sei das Jungtier definitiv kein Kuscheltier. Eisbären sind die größten Landraubtiere der Erde. Noch ist die junge Eisbärin ohne Namen, wie der Tierpark Berlin bekannt gab, wird das Eisbärenjunge erst dann einen Namen bekommen, wenn ein Sponsor feststeht. Mit erheblichen Personalsorgen müssen die Füchse Berlin am Donnerstag in der Handball-Bundesliga bei der MT Melsungen antreten. Trainer Velimir Petkovic: stehen nur noch 4 Rückraumspieler zur Verfügung. Wir haben nicht mehr viele Möglichkeiten. Es gibt einfach keine Alternativen mehr, klagte der Coach. Rechtsaußen Matthias Zachison wird deshalb in den Rückraum wechseln, um dort Paul Drucks, Jakob Holm und Christoph Reisky zu unterstützen. Aber mit dieser Formation haben wir noch nie zusammen gespielt, gibt Nationalkeeper
Silvio Heinevetter zu bedenken. Um auch nächste Saison wieder international spielen zu können, wollen die Füchse unbedingt Platz 5 halten. Melsungen liegt nur 2 Punkte hinter den Berlinern auf Platz 6. Mit einem Sieg könnten wir sie wenigstens auf Distanz halten, hofft Heinevetter. Aber das wird eine schwierige Aufgabe, zumal es in diesem Kalenderjahr auswärts in der Bundesliga noch keinen Sieg gab. Wir müssen auswärts endlich auch wieder etwas zeigen, fordert deshalb Petkovic. Die Füchse erwarten einen sehr motivierten und körperbetont spielenden Kontrahenten, der auf eine starke Defensive vertraut. Wir müssen die Härte annehmen, sonst bekommen wir Probleme, fordert Petkovic. Vor allem in der Defensive müssen sich die Berliner im Vergleich zu den letzten Spielen steigern. Der 10. Spieltag der Champions League Hauptrunde der Gruppe B bietet für die Wasserfreunde Spandau 04 die Chance, beim Tabellennachbarn Jadran Split endlich im 5. Auswärtsmatch die ersten Auswärtspunkte zu erzielen. Gelänge dem Gruppensechsten aus der Hauptstadt am Samstag gegen den 7. ein Sieg, wäre sogar die Verbesserung auf Rang 5 des Achterfeldes möglich. Wenn wir so konzentriert, motiviert, mit Leidenschaft und Willen über die ganze Spielzeit hinweg agieren wie gegen Waspo, dann wird auch in Split das Resultat positiv ausfallen, prophezeit Trainer Petar Kovacevic. Allerdings müssen die Berliner an der Adria gleich auf 2 ihrer aktuell stärksten verzichten. Tiberio Negrean, vierfacher Torschütze gegen Hannover, fällt mit einer Ellenbogen und Center Matteo Tschuk mit einer Schulterverletzung aus. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht ist es überwiegend dicht bewölkt und regnerisch. Die Tiefstwerte liegen bei 5 Grad. Auch am Donnerstag bleibt es zugezogen und insbesondere mittags und abends müssen wir mit anhaltenden Schauern rechnen. Das Quecksilber steigt maximal auf 8 Grad. Und der Blick auf die kommenden Tage sieht nicht wirklich besser aus. Auch am Freitag bleibt der Himmel dicht bewölkt und der Regenschirm sollte ihr ständiger Begleiter sein. Am Wochenende hat die Sonne zwar auch keine Chance, dafür bleibt es aber überwiegend trocken. Die Tageshöchstwerte gehen wieder hoch. Am Freitag erreichen sie 10 Grad und am Samstag und Sonntag sogar 12 Grad. Das waren die Meldungen des Tages. Ihnen noch alles Gute und bis morgen.